Am 21. Januar 2022 ist es soweit, der 10. InnoTalk. Wer hätte das vor knapp 10 Monaten gedacht, dass wir das schaffen? Wir haben uns überlegt, wir machen zu diesem Talk ein kleines Intro, was Sie da erwarten wird. Und bevor wir da ansteigen, nochmal ein ganz bisschen Information. Was ist eigentlich der InnoTalk? Und dafür würde ich gerne Ihnen auch die neue Website innotalk.de ans Herz legen, wo Sie immer die nächsten Veranstaltungen sehen können und wo Sie sich dann natürlich auch kostenlos zu den nächsten InnoTalks jeweils registrieren können. Im oberen Bereich sehen Sie immer die nächsten 4 Talks und weiter unten sind dann die vergangenen Talks nochmal als Archiv. Bei uns ist es ja so, dass die Leute, die sich vor dem Talk anmelden, auch nachher auf das Archiv zugreifen können und die Leute, die nicht live dabei sind, die haben leider keinen Zugriff dann mehr auf die vergangenen Talks. In den vergangenen Talks sehen Sie dann auch einen Zusammenschnitt der Präsentation sowie natürlich haben Sie da auch die Möglichkeit, die Unterlagen nochmal herunterzuladen. Wie ist es gelaufen im ersten Jahr des InnoTalks? Wir hatten im Schnitt über 400 Teilnehmer pro Talk. Etwa 50% der registrierten Teilnehmer sind auch immer tatsächlich online gewesen. Insgesamt sind das also über 4000 Teilnehmer pro Jahr mit einer Wiederholerquote von knapp über 50%. Wir werden im nächsten Jahr 10 neue Talks anbieten, aber mit einem neuen Konzept. Wir werden immer wechseln, 2-mal deutschsprachig, 1-mal englischsprachig, sodass wir also 4 englischsprachige Talks, wir nennen das InnoTalk Europe, durchführen werden und 6 deutschsprachige Talks, wie wir sie ja alle jetzt schon kennen und schätzen gelernt haben. Wir haben etwa 9000 Adressen in unserem europäischen nicht-deutschsprachigen Verteiler und etwa 19.000 europäische Adressen mit dem deutschsprachigen Verteiler. Und das ist eigentlich auch eines der wesentlichen Argumente für unsere Supporter, die ja all das bezahlen, dieses kostenlose Flexpack-Wissen für Entscheider. Die Showrooms werden ab dem nächsten Jahr rund um die Uhr, 7 Tage die Woche natürlich verfügbar sein von unseren Supporter und die sind eben immer zugeschnitten auf die Themen der jeweiligen Talks. Das heißt, es ist eine Auswahl von Inhalt der Unternehmen, die sich da präsentieren und das soll auch ein bisschen helfen, der Flexpack-Industrie Orientierung zu geben und genau die richtigen Inhalte zu finden in den Showrooms unserer Supporter. Wir haben insgesamt 35.000 Klicks auf unseren Podcasts gehabt. Das ist wirklich unglaublich. Ein Hobby eigentlich von meinem Sohn Jan und mir. Wir haben einfach mal so angefangen und sind begeistert über die Resonanz und wir kriegen immer hochkarätigere Produktionen zustande, weil wir einfach auch ein bisschen in Übung kommen. Also das so rund zum Format. Wie sieht's aus im Januar InnoTalk, erster InnoTalk 2022? Wir werden Multivac zu Gast haben. Marina Dodel wird sprechen über nachhaltiges Abpacken. Wir werden ein bisschen absteigen in die Maschinentechnik. Aber auch der zweite Teil von Packaging Valley, ganz um die Ecke von Multivac natürlich, wird Martin Buchwitz uns ein bisschen mitnehmen in die Marke Packaging Valley. Was hat Packaging Valley vor und wie versteht eigentlich der deutsche Maschinenbau nachhaltiges Abpacken? Wir freuen uns alle schon gewaltig auf diese beiden Vorträge und natürlich gibt es danach auch wieder Möglichkeiten zum Netzwerken und während des Talks natürlich auch wieder über Slido, Abstimmungen, natürlich auch Q&A und alles das, was Sie von unserem InnoTalk schon kennen oder vielleicht beim nächsten Mal das erste Mal kennenlernen wollen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Am 21. Januar 2022, 13:30 Uhr geht's los mit dem InnoTalk Nummer 10.